Ist Rainbow Six Extraction ein Spiel für Noobs oder für die Profis? Ich bin dieser Frage auf den Grund gegangen, die Antworten in diesem Video. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Giles und ich begrüße dich zu einem Video in Rainbow Six Extraction. Wenn du interessiert bist an Shootern wie Rainbow Six oder The Division oder vielleicht auch MMOs, dann empfehle ich dir und zwar ein Abo dazulassen auf meinem Kanal, denn jo, mein Kanal dreht sich alles eben um Shooter, MMOs und was halt noch so geile Spiele gibt. Jetzt aber zum Thema, und zwar ist dieses Spiel etwas für Noobs. Ich habe Kommentare bekommen oder es waren generell Kommentare auf meinen Videos. Danke übrigens für die vielen Klicks, vor allem das Solo-Gameplay, war ich sehr erstaunt. Und das Wort Noob fällt immer wieder mal. Ja, also sehr oft. Ich habe mal die Definition rausgesucht. Die Definition ist einmal ursprünglich Neuling. Ja, besonders bei Computerspielen. Und hier eben auch bei Computerspielen eine Beleidigung. Ja, jemand spielt wie ein Anfänger. Und deswegen, ja, ist das Spiel wirklich für Noobs oder für die Profis? Wie sieht's aus bei mir? Ich bin jetzt schon mal Fortschritt 12. Ja, und bin ich mal Noob? Ja, auf jeden Fall. Denn ich bin kein Rainbow Six Spieler, also ich habe Siege nie gespielt, spiele der Division 2, bin also ein PvE Spieler. PvP bin ich einfach zu schlecht und deswegen auch nie Siege gespielt, ganz einfach. Und hier gleich der erste Punkt und Vorteil von Extraction, es ist PvE, muss man ganz klar sagen. Man spielt gemeinsam gegen KIs, also gegen den Computer und nicht gegen andere Spieler. Das ist schon mal der Riesenunterschied, was ich finde, zu Siege. Weiter geht's natürlich mit den Modi, ja, wie ihr wollt. Ja, ich glaube mit den Modi. Es ist schon gestaffelt. Also man sieht es jetzt bei mir. Ich bin hier, ich habe New York City, San Francisco, Alaska und Truth or Consequences frei. Ich sitze davor. Also das hier habe ich frei. Ich muss jetzt noch zu Alaska und Milestone Protokoll, zu dem komme ich dann. Das VR-Training, das habe ich abgeschlossen. Das ist auf 100%. Wie unterscheiden sich die jetzt? Naja, ihr könnt es als allererstes mal alleine spielen. Und hier könnt ihr dann selbst auswählen. Wenn ihr es freigeschalten habt, könnt ihr dann schon hier, wenn ihr was anwählt, die Schwierigkeitsstufe wählen. Also ich kann von moderat bis kritisch spielen. Alleine. Das ist aber ein Riesenvorteil für Noobs. Warum? Naja, ich kann mal alles selbst ausprobieren. Ja, ohne dass ich jetzt jemanden störe. Ja, das ist einmal ein Riesenvorteil. Das zweite ist nicht nur, dass ich nur die unteren so spielen kann, sondern ich kann auch die zum Beispiel spielen. Wenn ich sage, ich will hier spielen, möchte eigentlich die Maps lernen. Denn ein Riesenthema ist natürlich, man muss die Maps kennen. Wenn man sie nicht spielt, lernt man sie einfach nicht kennen. Und deswegen finde ich für mich, ich spiele dann einen moderaten Modus, um mich einfach auch auf die Map konzentrieren zu können und nicht nur auf die Gegner. Riesenvorteil. Ja, also sehr noob-freundlich, definitiv. Im schnellen Spiel hier sieht es ein bisschen anders aus, denn wenn ich auf schnelles Spiel gehe, dann sucht er mir nämlich sofort raus und zwar die Schwierigkeitsstufe, die er angegeben hat. Und die ist hier auf kritisch zum Beispiel. Man sieht es da oben jetzt. Also Truth or Consequences könnt ihr, wenn ihr online spielt, also mit anderen Spielern, nur in diesem Modus spielen. Ich kann nicht sagen, okay, ich will jetzt Truth or Consequences auf moderat spielen mit Leuten. Das geht nicht. Das geht nur, wenn ihr eine eigene Gruppe habt. Also wenn ihr hier oben, na, wenn ich jetzt hier mir zwei Leute suche oder einen und ich spiele im Team, dann kann ich es auch manuell anwählen. Dass ich sage, okay, moderat möchte ich mal die Maps spielen. Das ist ein bisschen ein Nachteil des Spiels, aber ja, es ist nun mal halt so, desto höher man kommt, desto schwieriger wird's. Ja, und deswegen finde ich es für Solo egal. Ja, die Noobs, ja, die Anfänger, die können auf jeden Fall auch im einfachen Modus mal spielen, um die Maps kennenzulernen. Aber wenn ihr in der Gruppe spielt, dann müsst ihr halt die Schwierigkeitsstufe nehmen, die es gibt. Ja, also so, wenn ich jetzt hier spiele, dann muss ich es auf kritisch spielen. Wenn ich Alaska spielen will, muss ich es auf heftig spielen. Und ich nehme wohl an, bei den anderen wird es nicht anders sein. Das heißt, hier wird es immer nur auf heftig sein, weil mehr gibt es nicht. Und Malstrom, zu dem kommen wir gleich, ganz zum Schluss. Also hier, noobfreundlich, ja, was die Map
also Maps betrifft, die Schwierigkeitsmodi, auf jeden Fall sehr, sehr noobfreundlich und nicht nur für Profis. Wie sieht's aus mit den Operatoren? Ist es hier noobfreundlich? Ach, auf jeden Fall. Wenn ich mir nämlich ansehe, ich habe zum Beispiel meinen Lion schon hochgespielt, ich möchte auch hier ausprobieren, was kann der überhaupt? Zum Beispiel diese Drohne, ja, also erfasst die ganzen Gegner. Oder ich sage, ich möchte mit Ella spielen, mit der Annäherungsmine. Hibana als Beispiel, ja, oder auch Finca, die Adrenalinschub hat. Ja, sehr, sehr noobfreundlich. Ich kann es einfach ausprobieren und laufe nicht Gefahr, dass ich irgendjemanden störe, weil ich kann es alleine spielen, ohne, ja, wie gesagt, irgendjemanden zu stören. Ein Riesenvorteil. Und wenn ich sage, okay, ich bin schon ein bisschen sicherer und okay, das gefällt mir, dann kann ich ja sagen, ich spiele zum Beispiel schon San Francisco, schnelles Spiel, möchte ich mit anderen spielen, vorsichtig und taste mich mal heran. Wenn die Profis mitspielen, ist es dann natürlich einfacher. Ich habe auch jetzt schon etliche online gespielt und man merkt schon, wer hat Siege-Erfahrung und wer nicht oder wer ist halt ein PvE-Spieler so wie ich. Aber ist es gut in der Gruppe zu spielen? Auf jeden Fall. Wir haben Ingame-Voice-Chat, ein Riesenvorteil, noob-freundlich, ja, why not? Ja, ihr könnt die auch muten, wenn sie euch am Sack gehen. Also sehr, sehr angenehm. Ist es aber jetzt auch was für die Profis? Ist es nur für die Noobs? Ja, also Profis sind natürlich in dem Spiel, haben einen Riesenvorteil. Ja, aber nicht jetzt in der gegenüber irgendwen anderen, sondern auch für sich selbst. Denn sie können natürlich, wenn sie in Maelstrom sind, hier natürlich das Endgame spielen ohne Ende. Ich habe heute ein Video gesehen, schon jemanden, der Diamond gespielt hat. Die waren zu dritt 1,5 Stunden unterwegs, um das alles zu spielen. Wer interessiert ist, googelt einfach Maelstrom-Protokoll. Von Ubisoft gibt es hier auch ein Video dazu, wie das funktioniert. Ist also so eine Art Ranking. Haben dort Noobs was verloren? Naja, ich komme ja eh nicht hin am Anfang. Auf keinen Fall. Und wenn ich mal hinkomme, dann muss ich schauen, kann man es alleine spielen. In der Gruppe, wie gesagt, ich bin selber noch nicht so weit. Und deswegen lasse ich mich überraschen, was das betrifft. Aber was die Operator betrifft, mit der Kombination der Maps, dass ich mir meine Schwierigkeit einstellen kann, noobfreundlich, ja. Ja, also auf jeden Fall auch einen Stern für Noob-Freundlichkeit. Bei den Fortschritten selbst, die gehen dann eh von alleine. Ja, hier gibt es natürlich keinen Unterschied. Die Geräte schalten sich auch Stufe für Stufe frei. Ist es Noob-freundlich? Ja, simples Menü, Operator anklicken und sagen, ja, ich möchte es auswählen. Ja, also nicht sehr kompliziert, easy gemacht, Noob-freundlich. Ja, also ebenso einen Stern. Bei den Codex. Hier, was dieses Sammeln betrifft, man sieht es hier bei mir, ich habe hier erst 39%, 7%, 0%. Hier, glaube ich, muss man es relativ viel alleine machen. Also, dass man das Ganze, so wie Alaska, freischalten kann, diese Studien, dieses Betäuben und so weiter. Also, alles, was das betrifft, hier muss man es echt alleine spielen. Also, hier rate ich euch keinen Multiplay-Modus, sondern hier macht es alleine. Oder wenn ihr eine Gruppe habt, eine feste, dann schon, weil dann sprecht ihr euch ab und sagt, ey, ich brauche das jetzt, ich mache das, dann auf jeden Fall. Und hier jetzt auch gleich mein Hinweis. Ich habe meinen Community Discord und mein lieber Admin Xeneral hat einen Discord-Kanal nur für dieses Spiel erstellt. Den Link findet ihr jetzt unten in der Videobeschreibung, mein Discord-Server. Hier weist ihr euch die Rolle zu Operator. Und dann könnt ihr hier nach Gruppen suchen. Es gibt einen Talk, also allgemein, dann Looking for Group, ja, oder wenn ihr Personen sucht zum Spielen, das ist ja Crossplay, ist es relativ einfach. Hättet auch 3 Sprachkanäle, wenn ihr wollt, ja, müsst ihr nicht verwenden, denn ihr habt eh Ingame. Ja, also ich verwende auf jeden Fall Ingame, weil es viel, viel flotter ist. Und deswegen auf meinen Discord-Kanal gehen, ja, nur freundlich, ja, kriegt auch einen Stern, ja, mein Discord-Kanal. Hier wird so eben mein Fazit. Ist dieses Spiel für Noobs? Ja, auf jeden Fall. Anfänger können hier von Null einsteigen, ohne Probleme. Man muss nicht Siege gespielt haben. Ich habe auch gedacht, naja, ich habe eigentlich nie Siege gespielt. Aber es ist PvE hier. Ja, also, why not? Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, wenn man auf diese Art von Shooter steht. Ist es schwer? Ja, manchmal. Nicht immer. Es gibt Aufgaben, die sind schwerer, aber es gibt wieder Aufgaben, die sind relativ easy, wo man sehr schnell fertig ist. Müsst ihr euch selber ansehen. Aber auch, wie gesagt, von mir ein Stern auf jeden Fall noch zusätzlich für die Spielbarkeit für Noobs. Somit, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Kommentare, Like, Abo wie immer gerne gesehen und wir sehen uns im nächsten Video
ja, zu Rainbow Six Extraction. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal.